So, jetzt kommen wir zum letzten Problem. Und zwar geht meine Innenbeleuchtung nicht an, wenn ich die Fahrradtür öffne. Alle anderen Türen funktionieren. Da möchte ich euch mal einen ganz kleinen Tipp geben. Hallo Freunde, heute steht ein Video an, ganz nach dem Motto Mach deine Scheiße Tag von Finn Kliman. Und zwar werden heute immer ganz viele Kleinigkeiten gemacht, die einfach immer aufgeschoben werden. Wie zum Beispiel, womit wir anfangen, den Zentralverriegelungsmotor hinten in der Heckklappe. Irgendwie scheint er nicht mehr zu funktionieren bzw. kaputt zu sein. Den werde ich als allererstes mal austauschen und dann sehen wir weiter. So, jetzt sind wir damit quasi fertig. Ein kleiner Tipp noch dazu, wenn ihr diese Nieten habt, diese Plastiknieten hier, und ihr kommt da nicht mehr mit dem Imbus richtig rein, dann nehmt ihr einfach einen größeren Torx und drückt den ein bisschen mit Gewalt da rein und dann könnt ihr die auch rausdrehen. Als nächstes widmen wir uns der Dämmung der Radkästen. Auf geht's! Dann habe ich letzte Woche noch etwas montiert, was ich nicht aufgenommen habe. Das möchte ich euch trotzdem gerne zeigen. Und zwar so einen kleinen Bettaufsteller von so einem Kopfteil habe ich hier montiert, damit die Bank dann auch mal offen gehalten wird. Und das ist ziemlich genial eigentlich. Funktioniert gut, stört nicht. Würde ich sagen, ist ganz sinnvoll. Vielleicht als kleiner Tipp nochmal. Als nächstes möchte ich mich der Stoßstange widmen, und zwar beziehungsweise hinten und vorne. Da haben einige von euch schon geschrieben, die soll ich doch mal schön machen und so. Da gibt es verschiedenste Möglichkeiten, die man anwenden kann. Das habt ihr mir auch alles in die Kommentare geschrieben. Ich habe mich trotzdem jetzt für die Heißluftmethode entschieden. Das soll man wohl nicht so oft machen, weil der Weichmacher dann aus dem Plastik rausgeht. Aber trotzdem glaube ich einfach, dass es die einfachste Methode ist. Also auf geht's. Hier kann man jetzt mal ganz gut den konkreten Unterschied sehen. Rechts unbehandelt, links behandelt. Hinten habe ich natürlich das gleiche gemacht. Wenn ihr das sehen wollt, dann könnt ihr mal bei Instagram, Facebook oder Twitter vorbeischauen. Und da seht ihr dann einen direkten Vergleich von vorher zu nachher. So, jetzt kommen wir zum letzten Problem. Und zwar geht meine Innenbeleuchtung nicht an, wenn ich die Fahrradtür öffne. Alle anderen Türen funktionieren. Da möchte ich euch mal einen ganz kleinen Tipp geben. Und zwar würde ich als allererstes mal diesen Taster hier überprüfen, der an der Tür ist. Bei mir zum Beispiel, wenn ich an dem rumspiele, dann funktioniert das Licht wieder. Und darum kümmern wir uns jetzt mal. Die Schraube lösen. So, das ist jetzt dieser Kontaktschalter und da werde ich jetzt mal für sorgen, dass der diese ganzen Korrosionen, die werde ich abschleifen und dann nochmal ein bisschen mit Kontaktspray arbeiten und dann hoffen wir mal, dass das Ganze wieder funktioniert. So, die Kontaktflächen sind jetzt schön bearbeitet und ich hoffe, dass das jetzt alles wieder funktioniert. Perfekt. So, perfekt. So Freunde, jetzt sind die ganzen Kleinigkeiten auch geschafft. Ihr könnt ja gerne mal in die Kommentare schreiben, bei wem es genauso ist, derjenige, der immer so Kleinigkeiten aufschiebt und so weiter. Ich habe das jetzt einfach mal alles gemacht, jetzt ist es erledigt und für euch gab es ein schönes Video hoffentlich. Und ansonsten möchte ich mich auf jeden Fall nochmal recht herzlich bedanken bei den Leuten, die mich unterstützt haben, weil das Video kam ja doch nicht so gut an die letzte Woche. Wer sich jetzt noch fragt, worum es geht, der guckt sich einfach mal das Video an, was ich jetzt am Ende hier verlinke. Ansonsten würde ich eigentlich sagen, ich bin jetzt hier nochmal ein bisschen im schönen Wetter, muss aber lernen fleißig. Ja, falls euch das Video gefallen hat, gebt gerne einen Daumen nach oben dafür. Und dann sehen wir uns hoffentlich im nächsten Video wieder. Also, haut rein!